Ja, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, bei der wir unser Buch, das jetzt im Erscheinen ist, präsentieren wollen, Das gute Leben für alle, Wege in die solidarische Lebensweise. Wir, das ist das ILA-Kollektiv, von dem wir drei Teil sind, ein paar andere sitzen auch noch im Raum. Und das ist ein interdisziplinärer Zusammenschluss von Menschen, die in der Wissenschaft, in der Bildungsarbeit, bei NGOs, in aktivistischen Kontexten aktiv sind und sich mit dem Thema globale Gerechtigkeit auseinandersetzen. Und in diesem Kollektivkontext sind zwei Bücher erschienen, das eine Mitte 2017, das Buch heißt Auf Kosten anderer, befasst sich mit der Frage, wie sich die imperiale Lebensweise in verschiedenen Lebensbereichen wie Mobilität, Ernährung, Sorge konkret ausprägt. Und das Buch macht eine Kritik der imperialen Lebensweise. Und was wir machen, wir setzen unserem zweiten Buch daran an und setzen uns mit Alternativen zur imperialen Lebensweise auseinander und mit der Frage der Transformation, mit dem Weg hin zu solidarischen Zukünften. Und heute Abend wollen wir so ein bisschen so die paar Kerngedanken, Kernthesen unseres Buchs vorstellen und auch zur Diskussion stellen. Ich werde gleich damit anfangen, das zentrale Konzept, mit dem wir arbeiten, dieser Begriff, der ist ja auch schon ein paar Mal gefallen ist, der imperialen Lebensweise, vorzustellen. Simon wird dann als Gegenentwurf zur imperialen Lebensweise einige Konturen einer solidarischen Lebensweise aufzeigen und Nilda wird dann zum Abschluss einige Gedanken über die Frage der Transformation von der imperialen zur solidarischen Lebensweise präsentieren. Genau, und dann würde ich jetzt beginnen mit einem kurzen Input zur imperialen Lebensweise. Also was meinen wir mit diesem Begriff imperiale Lebensweise? Im Anschluss an die beiden Politikwissenschaftler Markus Wissen und Ulrich Brandt, die diesen Begriff geprägt haben, begreifen wir eben imperiale Lebensweise als ein Wohlstandsmodell einer globalen Mittel- und Oberschicht, vor allem in den Ländern, in den frühindustrialisierten Ländern, aber auch immer mehr in anderen Teilen der Welt, die über ihren Konsum und über globale Märkte vermittelt übermäßig auf Ressourcen, auf Arbeit, auf ökologische Senken weltweit zugreifen, wodurch soziale und ökologische Konflikte und Krisen vor allem in Ländern des globalen Südens entstehen. Und ich will jetzt anhand dieser Grafik, die aus dem ersten Buch stammt, und anhand eines Beispiels, nämlich das des Smartphones oder Digitalisierung, das kurz verdeutlichen. Und ich beziehe mich jetzt hier auf diesen oberen Teil dieser Grafik im Folgenden. Und am Beispiel des Smartphones lässt sich nämlich gut die Gewaltförmigkeit und das Imperiale an der imperialen Lebensweise beschreiben, weil sie eben einhergeht erstens mit einer neokolonialen Form der Ausbeutung von Arbeit und Natur. Also die Fertigung der Geräte findet größtenteils im asiatischen Raum unter schlecht bezahlten, miserablen Arbeitsbedingungen statt, überwiegend durch Frauen. Und vielleicht erinnern sich auch einige noch an diese Suizidserie vor einigen Jahren in den Fabriken vom Apple-Zulieferer Foxconn. Und das zum einen so, zum einen wird eben Arbeit ausgebeutet, zum anderen wird aber auch die Natur ausgebeutet. Also Smartphones, Tablets, Laptops und so weiter benötigen eben erhöhen die Nachfrage nach metallischen Rohstoffen wie Coltan, Lithium, Zinn, die wiederum primär in Ländern der südlichen Hemisphäre gewonnen werden, wie Südafrika, Bolivien, im Kongo und dort eben oft einhergehen mit Umweltverschmutzung, Zerstörung von Lebensgrundlagen und Menschenrechtsverletzungen. Zweitens findet eine Auslagerung oder Externalisierung von Kosten in Raum und Zeit statt. Zum einen werden die Kosten unserer Lebensweise räumlich externalisiert. Also das geschieht beispielsweise, wenn veraltete, kaputte, weggeworfene Endgeräte beispielsweise nach Westafrika verschifft werden, wo sie eben unter gesundheitsschädlichen Bedingungen eben versuchen, Rohstoffe aus diesem Elektroschrott wiederzugewinnen. Und zum anderen werden Kosten eben auch in die Zukunft verschoben. Entgegen nämlich des Anscheins, dass die Digitalisierung immateriell ist, sorgt eben das steigende Datenvolumen, verbraucht enorm viel Strom.
also wäre das Internet ein Land, es gibt diese Zahlen, hätte es den drittgrößten Stromverbrauch weltweit. Und diese Serverfarmen sind dann eben wiederum oft in billigen Ländern, in Gegenden, wo vor allem billiger, vergünstigter Kohlestrom genutzt wird, tragen damit also zum Klimawandel bei, der jetzt schon in Teilen des globalen Südens vor allem, aber auch bei uns stattfindet und in Zukunft einfach auch nochmal die Auswirkungen zunehmen werden. Drittens ist die imperiale Lebensweise exklusiv, also etwa die Hälfte der Weltbevölkerung haben keinen Zugang zum Internet. Der Besitz von Smartphones und Tablets hängt unter anderem stark von Einkommen ab und es gibt dort auch eben ein großes Nord-Süd-Gefälle. Und gleichzeitig, und viertens, breitet sich diese imperiale Lebensweise aber auch immer weiter aus. Also immer mehr Menschen besitzen ein Smartphone und die imperiale Lebensweise wird intensiviert. Also die Zyklen, in denen alte Smartphones weggeworfen und neue genutzt werden oder neue Produkte auch auf den Markt kommen, werden immer kürzer. Und durch diese Ausbreitung und Vertiefung der imperialen Lebensweise kommt es zu einer tendenziellen Verallgemeinerung dieser Lebensweise, die im Grunde nicht verallgemeinerbar ist. Also sie ist nicht verallgemeinerbar, weil sie auf den Außen angewiesen ist, aus dem die Ressourcen und die Arbeit angeeignet werden können. Und mit der zunehmenden Ausbreitung der imperialen Lebensweise schwindet dieses Außen. Und Konflikte um Rohstoff, Verteilungskonflikte um Rohstoffe und so weiter nehmen dadurch zu. Und eben diese globalen Dynamiken von Ausbeutung, Externalisierung, Expansion und eben auch der Zusammenhang mit unserer ressourcenintensiven Lebensweise, das macht das Konzept der imperialen Lebensweise sichtbar. Und darüber hinaus liefert das Konzept auch noch einen weiteren Mehrwert, weil es will nämlich auch eine Erklärung liefern dafür, warum sich eigentlich so wenig ändert, warum die imperiale Lebensweise eigentlich so stabil bleibt. Warum sich also in Zeiten von zuspitzenden Krisen nicht ein stärkeres Umdenken und Handeln einsetzt. Und ein Teil der Antwort ist die, es gibt eben mächtige Unternehmen, globale Eliten, die Interesse daran haben, globale Herrschaftsverhältnisse aufrechtzuerhalten, um Kapitalverwertung in Gang zu halten, Profite nicht zu gefährden und im Standortwettbewerb nicht unter die Räder zu kommen. Und diese Kritik dieser kapitalistischen Produktionsverhältnisse, die erklärt schon einiges, weist eben auch darauf hin, wie die imperiale Lebensweise durch politische und wirtschaftliche Institutionen gestützt wird, aber sie hat eben auch blinde Flecken. Also die Kritik ist ein Stück weit abstrakt, ist ein Stück weit losgelöst von uns, von unserem alltäglichen Leben und sie lässt einen auch so ein Stück weit ratlos zurück, wieso diese kapitalistische Produktionsweise trotz ihrer Krisenanfälligkeit eigentlich doch immer noch so stabil ist. Und das Innovative des Konzepts der imperialen Lebensweise ist nun, dass es neben der Produktionsweise eben auch die Lebensweise in den Blick nimmt und damit eben das alltägliche Leben, unsere Gewohnheiten, unsere Werte, unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse und die Art und Weise, wie diese Bedürfnisse befriedigt werden. Und damit wird eben das Augenmerk darauf gelenkt, wie sich die kapitalistische Produktionsweise in unseren Alltag einschreibt und dort normalisiert wird, dort natürlich wird, naturalisiert wird und eben auch nicht mehr hinterfragt wird. Und das geschieht einerseits durch eine Art sanften Zwang. Also wir haben oft keine andere Wahl, als an der imperialen Lebensweise teilhaben zu müssen. Also beispielsweise ist das Smartphone heute eben also der Zugang zur Welt. Wenn wir Smartphone-Internetzugang nicht nutzen, dann laufen wir schnell in Gefahr, von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen zu werden. Und einerseits drängen uns eben so diese Infrastrukturen eben bestimmte Handlungsmöglichkeiten auf und erschweren oder verunmöglichen andere. Und andererseits erfährt diese Lebensweise aber auch sehr viel Zustimmung. Also die imperiale Lebensweise ist auch so stabil, weil sie eben breit akzeptiert, weil sie normal, weil sie attraktiv ist und weil sie eben bestimmte erstrebenswerte Vorstellungen eines guten, sprich konsumerfüllten Lebens im Alltagsverstand, in unseren mentalen Infrastrukturen eben fest verankert. So das Beispiel Smartphone, so ein Leben ohne Smartphone ist eigentlich für viele fast unvorstellbar geworden. So über Messenger zu kommunizieren, Sprachnachrichten verschicken und so weiter ist sehr gewöhnlich und alltäglich geworden.
Und es ist eben auch attraktiv, ständig Informationen über Google, Wikipedia abrufen zu können, bei Online-Shopping zu tätigen, über Amazon Prime und abends über das Tablet Netflix zu streamen und so weiter. Und die sozial-ökologischen Voraussetzungen dieser Lebensweise bleiben dabei aber unsichtbar. Ich sehe beim Online-Shopping nicht die prekären Arbeiter in den Arbeiter in den Logistikzentren von Amazon, nicht die Konflikte beim Coltan-Abbau, nicht die Fabrikarbeiter in China und nicht die Serverfarmen, wo die HD-Videos drüber laufen. Und das Konzept der imperialen Lebensweise gibt also eine Erklärung, warum unsere Lebensweise, die auf Kosten anderer funktioniert, trotz all der Krisen, die sie hervorruft, all der Konflikte, die sie hervorruft, so stabil bleibt, indem sie eben in politischen Institutionen, aber auch in materiellen Infrastrukturen und im Alltag, in Alltagspraktiken, Alltagsvorstellungen fest verankert ist. Und die Frage ist, was bringt uns dieses Konzept nun für die Transformation zum guten Leben für alle? Und ich würde sagen, zum einen macht sie eben das Imperiale an der Lebensweise sichtbar und zeigt, dass es einen grundsätzlichen Wandel braucht, nicht nur institutionelle kleine Schritte im institutionellen Rahmen, zeigt, dass es nicht nur um Verzicht und um grünen Konsum geht, sondern eben um einen Kampf um gesellschaftliche Hegemonie, also darum, attraktive, zustimmungsfähige Vorstellungen eines guten Lebens für alles, für alle zu verbreiten. Und zum anderen zeigt es eben auch, wie die imperiale Lebensweise eben stabil bleibt, konkret in den politischen Institutionen, in den Infrastrukturen, im Alltag, und zeigt eben, dass sie dort aber auch destabilisiert werden kann. Und da wollen wir eben mit unserem Buch auch ansetzen, also ausgehend von dieser Krisenanalyse, die vor allem auch im ersten Buch gemacht wird, wollen wir eben Konturen der solidarischen Lebensweise als Gegenentwurf zur imperialen Lebensweise aufzeigen, die eben nicht auf Externalisierung und Ausbeutung basieren, Alternativen aufzeigen, die über einen bewussten Konsum hinausgehen und eben schon auf alternative, nicht ausbeuterische Lebens- und Wirtschaftsweisen auch hinweisen und schließlich Wege der Transformation aufzeigen, wie die imperiale Lebensweise zurückgedrängt in solidarische Lebensweisen ausgeweitet werden können. Damit bin ich jetzt am Ende meines Inputs. Die Frage, gibt es erstmal Verständnisfragen, also noch keine Diskussionsfragen, dafür haben wir später noch Zeit, aber erstmal nur, ist etwas Begriffe, Zusammenhänge unverständlich? Okay, dann gehen wir jetzt in die Murmelrunde. Tobias hat euch ja gerade vorgestellt, sagen, ne, die Grundlagen der imperialen Lebensweise und warum sagen, viele Menschen, vor allem im globalen Norden, aber auch zunehmend im globalen Süden, in einer Art und Weise leben, die nicht verallgemeinerbar ist, also die nicht allen Menschen gewährt werden kann, prinzipiell. Und dementsprechend ging es dann bei uns für das zweite Buch viel stärker um die Frage, wie ein gutes Leben für alle aussehen und gelingen kann. Und genau wie Tobi gerade gesagt hat, ist ein zentrales Element eben nicht nur die Kritik des Bestehenden, sondern auch der Versuch, begeisternde, inspirierende, lebenswerte Alternativen zu entwerfen und vorzustellen. Und zu überlegen, welche Form von Zukunft denn eigentlich vorstellbar ist. Und als Teil unserer Aufgabe für dieses Buchprojekt haben wir es uns gesetzt, zu überlegen, welche Prinzipien denn Orientierungsmarken für so eine solidarische Lebensweise oder für solidarische Lebensweisen sein könnten. Also für eine Form zu leben und für eine Form, das gesellschaftliche Leben zu organisieren, in der Menschen nicht länger auf Kosten anderer, also auf andere Menschen, auf Kosten zukünftiger Generationen und auf Kosten der Biosphäre leben. Und wir haben im Kollektiv 5 Prinzipien wichtig zusammengetragen, wir haben die nicht neu entwickelt, nicht irgendwie uns ausgedacht, sondern aus verschiedenen sozialen Bewegungen und politischen Kontexten, die wir uns angeschaut haben, quasi rauskristallisiert. Und diese Prinzipien werden von sehr unterschiedlichen politischen Akteuren und Bewegungen getragen, fortwährend weiterentwickelt und genau wir haben eher so versucht, das zusammenzuführen. Und wenn man sich das sozusagen jetzt veranschaulichen möchte, damit ihr das gleich versteht, was jetzt quasi, worum es geht, ist zu sagen,
Wir haben hier oben diese verschiedenen Aspekte der imperialen Lebensweise. Welche Alternativen könnten wir denn an diese Stelle setzen? Was könnten uns denn Leitplanken sein, die uns Orientierung geben in der Suche auf, nach alternativen Organisationsmodellen, Gesellschaftsentwürfen und so weiter? Und ich werde euch jetzt in Kürze diese fünf Prinzipien, mit denen wir, auf die wir uns geeinigt hatten und die wir zusammengetragen haben, die vorstellen. Ihr könnt mal für einen Moment den unteren Teil ausblenden. Uns geht jetzt um diese fünf Sachen da oben, die ich jetzt schrittweise durchgehen werde. Und ich fange mit dem ersten an. Das kommt aus dem Englischen, das sogenannte Commoning, zu Deutsch Gemeinschaffen, wo es um das, wie gesagt, das gemeinsame Erzeugen, Erschaffen, Pflegen und Nutzen von Gemeingütern geht. Und im Gegensatz zu der imperialen Lebensweise, wo sagen, das Privateigentum, die Profitorientierung und universelle absolute Verfügungsrechte dominieren, steht bei Gemeingütern die bedarfsgerechte Nutzung im Vordergrund. Und in dem Moment, wo wir bedarfsgerechte Nutzung sagen, sagen wir automatisch auch grundlegende menschliche Bedürfnisse. So wie außerdem der langfristige Erhalt des Gemeinguts, auch für zukünftige Generationen und andere Menschen. Und der genaue Umgang mit solchen Gemeingütern, und das können sehr viele und sehr unterschiedliche Dinge sein, ein Wohnhaus, ein Land, ein Stück Land, ein Stück Wald, eine Internetplattform, eine Commons-Lizenz, wird in demokratischen Prozessen ausgehandelt, in denen Menschen auch anfangen, eine andere Form von Selbst zu erfahren. Sie sind nicht länger nur WählerInnen oder KonsumentInnen, sondern sie beteiligen sich an der Erzeugung und Pflege der Dinge, die sie für ihr alltägliches Leben brauchen. Sie gestalten mit und sie übernehmen Verantwortung für ihre Mitwelt. Und die zentrale Frage, die sich unserer Meinung nach aus diesem Prinzip des Commonings, des Gemeinschaftens ergibt, ist, wie können möglichst viele gesellschaftliche Teilbereiche als Gemeingüter organisiert und gesichert werden? Daran anknüpfen tut das zweite Prinzip, das sitzt da oben, ist, die Reihenfolge passt nicht so ganz zu, wie es hier auf der Grafik ist, ist das der Demokratisierung. Und dabei geht es uns darum zu sagen, dass allen Menschen eine reale und nicht nur formale Möglichkeit geboten sein soll, über alle Belange mitzuentscheiden, die sie persönlich betreffen. Wir sagen deswegen Demokratisierung und nicht Demokratie, weil wir das als eine fortwährende gesellschaftliche Ermächtigungsstrategie begreifen, in denen es darum geht, die Kontrolle über materielle Infrastrukturen unserer Gesellschaft, wie auch über wirtschaftliche und politische Entscheidungen, unter demokratische Kontrolle zu bringen. Und dabei geht es aber natürlich auch darüber nachzudenken, was Menschen eigentlich brauchen, um überhaupt an solchen demokratischen Prozessen teilzuhaben. Also reden wir von so Sachen wie materieller und sozialer Sicherheit, zeitlichen und emotionalen Kompetenzen, kommunikativen Fähigkeiten, Bildung und so weiter. Und das ist in unserer Meinung auch das Wichtige, was das abgrenzt von liberalen Demokratievorstellungen, wo wir alle 4 Jahre zur Wahl gehen, und in dem quasi ein sehr wichtiger Teilbereich zum Beispiel ausgeklammert ist, nämlich das Ökonomische. Also Fragen von, was wird unter welchen Bedingungen produziert, wo fließen gesellschaftliche Investitionen hin, ist in der imperialen Lebensweise, liegt in den Händen profitorientierten Individuen oder Unternehmen und eben keinem gesamtgesellschaftlichen demokratischen Prozess. Und auch da wieder die zentrale Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie können möglichst viele gesellschaftliche Teilbereiche und gerade auch die ökonomische Sphäre demokratisiert werden und wir können Menschen zur Teilhabe an diesen Prozessen ermächtigt werden. Das dritte, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, ist das Prinzip der Demokratisierung. Das zentrale Prinzip der solidarischen Lebensweise ist, eine Lebensweise zu sich vorzustellen und zu erreichen, in der wir ein gutes Leben für alle ermöglichen, ohne dabei andere auszubeuten. Und die Frage ist, wie geht es? Viele Tätigkeiten, die wir in der Gegenwart, in der imperialen Lebensweise als produktiv bezeichnen, tragen relativ wenig bei zu einem guten Leben für alle. Also warum immer schnellere Autos damit noch irgendwas zu tun haben, ist irgendwie eine Frage, was man sehr kritisch sehen kann. Während gleichzeitig viele andere Tätigkeiten, die gemeinhin als unproduktiv betrachtet werden, sogenannte Sorgetätigkeiten oder reproduktive Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Beziehungsarbeit, das Kümmern um ältere Menschen, kranke Menschen und Kinder, einfach sehr schlecht angesehen, unsichtbar gemacht sind und ökonomisch auch sehr viel weniger belohnt werden. Das Problem ist, dass in der imperialen Lebensweise Tätigkeiten an der Profitlogik ausgerichtet werden und dann kommt es zu dieser Dichotomie zwischen produktiven Tätigkeiten, die eben Gewinn abwerfen, und unproduktiven, reproduktiven Tätigkeiten, die das nicht tun. Und
diese ganzen unproduktiven, reproduktiven Tätigkeiten werden auf andere Menschen ausgelagert, auf Frauen, auf MigrantInnen, auf Menschen im globalen Süden oder auch auf die Natur. Wer räumt den Müll weg? Wer säubert das verseuchte Wasser? Wer kümmert sich eben um bedürftige Menschen? Und dieser Profitlogik setzen wir die Logik der Sorge entgegen und sagen, wir wollen, also anstatt nur auf den Profit zu gucken, geht es darum, grundlegende menschliche Bedürfnisse in den Blick zu nehmen. Und in dieser Logik der Sorge werden Menschen als bedürftige, verletzliche Wesen sichtbar, die grundlegend aufeinander und auf andere angewiesen sind. Das heißt, wir schauen auch stärker auf Beziehungen, in die wir eingebettet sind und in denen wir teilnehmen und teilhaben und realisieren, wir können eigentlich nur in, mit und durch andere ein gutes Leben führen und ermöglichen. Und weil diese Trennung von produktiv und reproduktiv an der Stelle so ein bisschen merkwürdig wird, wenn man anfängt, so dieses Imperiale in Frage zu stellen, haben wir auch für uns beschlossen, so diesen Begriff, diese Trennung irgendwie auflösen zu wollen und benutzen deswegen dieses Ding der Reproduktion, also sagen, versuchen diese beiden Sphären zusammenzudenken, weil wir eben sagen, es macht vielleicht keinen Unterschied, ob jemand Lebensmittel anbaut oder Essen kocht, solange es sich dabei um eine Orientierung eben hin zu menschlichen Grundbedürfnissen handelt. Genau, und auch da wieder so die zentrale Frage, von der wir glauben, die diesem Prinzip der Reproduktion und der Logik der Sorge entspringt, ist, was braucht es, damit wir lebendige, lebensspendende Beziehungen führen können? Diese Logik der Sorge wollen wir nicht nur aufs zwischenmenschliche Denken, sondern ausweiten auf, sozusagen auf das, was wir gemeinhin Natur nennen. In der imperialen Lebensweise ist es so, dass Natur als extern, als äußerlich gedacht wird, als stumme, tote Materie, als Rohstofflager, als Mülldeponie. Gleichzeitig wissen wir irgendwie alle auch, dass das ein bisschen eine schwachsinnige Vorstellung ist, dass wir sehr viel enger mit der Natur verflochten sind und auf sie angewiesen sind, als uns manchmal klar ist und auch als uns lieb ist. Aber genau das gilt es eben stärker in den Fokus zu rücken. Unsere Umwelt ist nicht irgendwas da draußen, ist nicht getrennt von uns. Es gibt unzählige Beziehungslinien zwischen dem, was wir eben als Natur bezeichnen, uns. Deswegen ist sie eigentlich viel mehr Mitwelt. Das, was nicht heißt, dass sie sozusagen, dass das ein und dasselbe ist, dass wir alle Natur sind, sondern so. Im Englischen gibt es diese Formulierung Culture and Nature, more than one, less than two. Also Natur und Kultur, mehr als ein ununterscheidbares, aber auch nicht zwei getrennte Dinge. Und wir nennen dieses Verhältnis zu Mitwelt Dependenz, also ein Bewusstsein für diese Beziehungsformen und die gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Die zentrale Frage, die sich aus dem Prinzip der Dependenz ergibt, ist, was heißt es eigentlich, unsere Mitwelt, die nichtmenschliche Mitwelt, nicht länger durch eine Perspektive der Verwertungslogik zu betrachten, sondern ihr irgendwie einen Eigenwert zuzugestehen und die vielgefältigen Formen von Angewiesenheit zwischen uns und auf sie stärker in den Fokus zu rücken und eher gerecht zu werden. Und das letzte Prinzip, das ich noch kurz vorstellen möchte, das kennen vielleicht auch einige von euch schon, ist das der Suffizienz. In der imperialen Lebensweise liegt oft der Fokus auf so einer quantitativen Steigerungslogik, mehr ist besser, und dem setzt das Prinzip der Suffizienz sozusagen ein Genug entgegen. Und dieses Genug, wirklich mit einem Ausrufezeichen, hat eine doppelte Bedeutung, weil einerseits für viele Menschen in der imperialen Lebensweise das Versprechen eines Genugs ein sehr unerfülltes und verheißungsvolles ist. Es gibt genug Menschen auf diesem Planeten, für das einfach ja, nicht der Fall ist gerade. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, die weit über ihre Verhältnisse leben, die einen viel zu großen sozialen und ökologischen Fußabdruck haben und die große Privilegien haben, auf die sie zurückgreifen können. Suffizienz bedeutet an dieser Stelle, dass diese Gruppen irgendwie ihren Fußabdruck verringern müssen und auch gegebenenfalls deprivilegiert werden müssen. Dabei geht es, und das ist wichtig, nicht um eine Verzichtsdebatte, diese immer schnelleren und größeren und schweren Autos, die überquellenden Kühlschränke, die immer dichter getakteren Reisen zu immer exotischeren Zielen haben unserer Meinung nach schon lange nichts mehr mit wirklich menschlichen Grundbedürfnissen oder Wohlbefinden zu tun, sondern es geht deswegen auch nicht darum, bestehende Bedürfnisse mit einem geringeren Ressourcenbedarf zu befriedigen, sondern zu fragen, was sind eigentlich diese Dinge, die wir wirklich brauchen, also unsere Bedürfnisse kritisch zu hinterfragen und da neu drüber nachzudenken. Die zentrale Frage der Suffizienz bedeutet also, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben und wie können wir dieses gute Leben alle ermöglichen, ohne dabei unsere Mitwelt, die Biosphäre, zu zerstören. Diese fünf Prinzipien, Gemeinschaften, Demokratisierung, die Sorgelogik,
Reproduktion, Dependenz und Suffizienz sind die Leitlinien, die wir für uns gewählt haben, um sozusagen als Orientierungsrahmen, um potenzielle Projekte und Vorstellungen irgendwie erkennen und einordnen zu können. Das klingt jetzt vielleicht erstmal kurz ein bisschen abstrakt, aber ich würde das ganz schnell noch versuchen, an einem Beispiel klarzumachen. Das passt auch ganz gut, weil eine der Dinge, die wir auch im Buch diskutieren, ist die solidarische Landwirtschaft. Wenn wir in Bezug auf Commoning stellen einige Solaris die Frage nach der Kontrolle über Boden. Also wem gehört eigentlich das Land, auf dem Gemüse angebaut wird? Wer entscheidet, was auf diesem Land angebaut wird? Gleichzeitig sind in der solidarischen Landwirtschaft Menschen nicht mehr nur KonsumentInnen. Viele Solaris sehen vor, dass Leute, die sich an einer solidarischen Landwirtschaft beteiligen, da auch mitarbeiten und regelmäßig da sich beteiligen. In Bezug auf Demokratisierung ist es so, dass diese beteiligten Menschen oft auch mitentscheiden, was angebaut wird und unter welchen Bedingungen und wie viel sie dafür zu zahlen bereit sind. Aus Sicht der Sorgelogik geht es bei der solidarischen Landwirtschaft im Optimalfall um das Erschaffen und Erhalten lebendiger Ökosysteme und an die Stelle des Profits tritt der Anbau guter, gesunder Lebensmittel. Wo nicht mehr so ganz klar ist, ist es noch produktiv im klassischen Sinne oder ist es irgendwie sowas dazwischen? Aus Perspektive der Dependenz kann man sagen, das Mitarbeiten auf dem Acker schafft ein neues Bewusstsein für ökologische Kreisläufe, für Beziehungsgefüge und für Abhängigkeiten. Also Menschen, die in der Landwirtschaft unterwegs sind, haben diesen Hitzesommer ganz anders erlebt als Leute, die in Großstädten leben und irgendwie mit Natur nicht mehr so in Berührung kommen. Und aus Suffizienzperspektive befördert die Solawi ein Bewusstsein und vielleicht auch eine materielle Infrastruktur für eine regional-saisonale Versorgung mit Lebensmitteln, mit kurzen Transportwegen und auch so eine geteilte Infrastruktur für viele. Also reduziert auch einfach den Aufwand, der betrieben wird. Da ist nicht alles perfekt und deswegen will ich jetzt nicht sagen, das ist die Lösung für alles, aber nur um das einmal so ein bisschen durchzudeklinieren, was das heißt. Damit wäre auch ich am Ende meines Inputs und jetzt habt ihr sozusagen die Möglichkeit, in eine zweite Murmelrunde einzutreten, auch wieder Fragen zu sammeln, die wir dann am Ende zusammentreffen werden. Wir machen weiter mit dem letzten Input und zwar jetzt natürlich die große Frage der Transformation. Wie kommen wir von der imperialen zu einer solidarischen Lebensweise? Und Tobias hat ja gerade das Konzept der imperialen Lebensweise vorgestellt und damit auch Ansatzpunkte aufgezeigt für Transformationsstrategien. Und Simon mit dem Prinzipien der solidarischen Lebensweise Orientierungspunkte für eine sozial-ökologische Transformation. Und viele von euch kennen es sicherlich, es finden viele Kämpfe, Ansatzpunkte, die Transformationsprozesse anstoßen, schon statt. An vielen Orten, in vielen Bereichen sind die Kämpfe voll im Gange für eine andere Lebens- und Produktionsweise, für andere Formen des Miteinanderlebens und Wirtschaftens. Und dennoch sind gleichzeitig die Krisen so sichtbar wie schon lange nicht mehr und die Notwendigkeit von Veränderungen spricht uns oft sehr deutlich ins Gesicht. Und damit die Frage, wie diese Veränderung gehen soll und kann und was sie beinhaltet. Und da gehen eben die Richtungen auseinander. Und wir vertreten hier eben sehr eindeutig eine Transformation in einer sozial-ökologischen Richtung und stellen damit eben die Forderungen oder letztendlich auch den Willen dazu auf, grundlegende Veränderungen von unserer Lebens- und Produktionsweise in solidarischen Sinn voranzutreiben. Jetzt aber die Frage, wie kommen wir von einer imperialen Lebensweise, in der wir alle verhaftet sind momentan, zu einer solidarischen Lebensweise, zu einem guten Leben für alle? Und auch wenn die Planbarkeit von Transformationsprozessen nicht wirklich möglich ist, versuchen wir hier ein paar Strategien aufzuzeigen, die einer sozial-ökologischen Transformation eine Richtung geben. Und wie eben auch schon gesagt, oder Tobias hat es vor allem sehr ausführlich dargelegt, die imperiale Lebensweise ist tief mit jeglichen gesellschaftlichen Bereichen verwoben. Und das Konzept macht sehr deutlich, dass es Transformationen an sehr, sehr vielen gesellschaftlichen Stellen braucht,
um zu einer solidarischen Lebensweise zu kommen. Dazu gehören einmal alltägliche Vorstellungen und Handlungen, die wir hinterfragen müssen und die wir auch verändern müssen. Es geht darum, materielle Infrastrukturen umzubauen, zu verändern und damit solidarische Lebensweisen zu ermöglichen und institutionelle Zusammenhänge an solidarischen Prinzipien auszurichten und damit eben solidarische Lebens- und Produktionsweisen zu stützen. Und wie ihr auch alle wisst, ist tiefgreifender Wandel nie konfliktreich. Also hier im Raum würden wir vielleicht eine Art Konsens herstellen können, in welche Richtung es gehen soll, aber sobald wir uns in andere Zusammenhänge begeben, sind die Interessenskonflikte dann doch sehr offensichtlich und auch die Kräfteverhältnisse anders verteilt. Deswegen, progressiver Wandel fängt immer im Kleinen an. Immer als Ergebnis von Kämpfen um politische Spielregeln und kulturelle Deutungen. In den Krisenzeiten, in denen wir gerade leben und die durch verschiedenste Krisenszenarien geprägt sind, in jeglichen gesellschaftlichen Bereichen, sei es in der Landwirtschaft, sei es in Bezug auf Klimafragen, sei es in Bezug auf Arbeitsfragen, stellt sich die Frage, zeigt sich, dass die Hegemonie, also die Vorherrschaft der imperialen Lebensweise, brüchig wird und damit auch das Versprechen der imperialen Lebensweise nach einem guten Leben für alle. Und daraus ergeben sich dann auch Ansatzpunkte für eine sozial-ökologische Transformation. Und wir haben hier drei Transformationsabsichten identifiziert, die für Transformationsstrategien eine Orientierung geben können und leiten sollen. Und dazu gehört einmal, dass Transformationsstrategien sich darauf konzentrieren können, sollen, müssen, die imperiale Lebensweise abzuwehren und zurückzudrängen. Das heißt, die Verbreitung der imperialen Lebensweise zu stoppen. Tobias hat es ja gesagt, die imperiale Lebensweise ist sich am Ausbreiten, ist dabei, sich immer mehr zu verallgemeinern, auch in anderen Teilen der Erde. Ein anderer Punkt für Transformationsstrategien ist die Ausweitung und vor allem auch Erprobung von solidarischen Alternativen. Also die Entwicklung von solidarischen Formen des Zusammenlebens und des Wirtschaftens. Also das Herstellen von sogenannten Experimentierfeldern für die Entwicklung, ja, und Erprobung von solidarischen Formen des Zusammenlebens. Und die dritte Absicht von Transformationsstrategien muss auch die Absicherung der solidarischen Lebensweise im Blick haben. Also das Schaffen von Infrastrukturen und Institutionen, die so eine Art Pfadabhängigkeit für eine solidarische Lebensweise ermöglichen. Das heißt, dass solidarische Alternativen, solidarische Lebensweisen zur Normalität und zu alltäglichen Handlungsformen werden können. Also hier in Kassel heute Abend noch gleich weiter die nächste spannende Veranstaltung, der Radentscheid. Wenn wir mehr Fahrradwege bauen, schaffen wir eine Infrastruktur, die anderes Mobilitätsverhalten begünstigt, als wenn wir einfach immer weiter Straßen bauen und damit den Individualverkehr stützen. Und das zeigt einfach Strategien, die auf einer Ebene ansetzen, die den Umbau von materiellen Infrastrukturen ansetzt und gleichzeitig aber auch ein Verhalten auf individueller Ebene begünstigt. Dabei finden die Kämpfe für die solidarische oder für solidarische Lebens- und Produktionsweisen auf verschiedenen Ebenen statt und setzen dabei an, entweder, beziehungsweise ist das oft nicht so zu trennen, wie das hier in dieser Matrix versucht wurde von uns, aber es versucht so ein bisschen aufzuzeigen, wie diese verschiedenen Ansatzpunkte auf verschiedenen Ebenen Transformationsprozesse anstoßen, beziehungsweise ansetzen. Und dabei geht es einmal darum, dass Normalvorstellungen eben verändert werden, also Vorstellungen davon,
wie, was ein gutes Leben ist und wonach wir streben. Und dann eben, wie ich schon gesagt hatte, auch der Umbau von materiellen Infrastrukturen und Institutionen. Mit diesen Kämpfen und diesen Ebenen der Transformation werden Arten des Zusammenlebens ermöglicht oder geschaffen, sichtbar, und der Raum des Denk- und Machbaren wird verändert. Also Normalvorstellungen werden, die Normalvorstellung, ein eigenes Auto zu besitzen, Individualverkehr als die normale Form der Mobilität anzuerkennen, wird in Frage gestellt, dadurch, dass auf einmal ein Rad im Schalt läuft. Wie schon gesagt, die sozialökologischen Transformationsprozesse laufen nicht konfliktfrei. Aktuellste Beispiele, Hambacher Forst oder auch der Dieselskandal, und da können wir noch etliche mehr hinzufügen. Und dabei werden nicht nur kapitalistische Interessen und Machtstrukturen sichtbar, sondern die Spaltungslinien verlaufen auch zwischen den Transformationskämpfen und Strategien mit Blick auf sozial-ökologische Transformationsfragen. Und diese Spaltungslinien ergeben sich vor allem zwischen Fragen sozialer und ökologischer Art. Und diese Fragen gilt es einfach zu klären, oder die müssen in Bezug auf Transformationsfragen mitgedacht werden, dass diese Spaltungen auch innerhalb von Transformationsrichtungen nicht zu einer eigenen Bekämpfung sozusagen führen. Dabei ist uns wichtig, nochmal zu betonen, dass die Betroffenheit von der imperialen Lebensweise sehr, sehr vielfältig ist. Und die Kämpfe, die daraus hervorgehen, dementsprechend auch. Aus dieser Vielfalt ergeben sich nicht nur Konfliktpunkte innerhalb der Transformationskämpfe, sondern eben auch eine Vielfalt, um Allianzen und Bündnisse zu schließen. Es geht also darum, verschiedene Bezugspunkte ausfindig zu machen, die dazu führen, dass man gemeinsame Erzählungen aufbaut von einer solidarischen Lebensweise, die verallgemeinerbar ist für alle und in der sich die Ziele der unterschiedlichen Kämpfe wiederfinden. Denn dadurch entsteht eine Basis für eine breite und arbeitszeitig organisierte Bündnisse und Allianzen, die für eine sozial-ökologische Transformation kämpfen. Für diese Form der Allianzen müssen wir auf jeden Fall soziale, ökologische, ökonomische und kulturelle und globale Fragen zusammendenken und eben nicht isoliert voneinander betrachten. Und auch wenn das erstmal ziemlich viel klingt, diese ganzen Ebenen irgendwie mitzudenken und auf dem Schirm zu haben, ist das Schöne, dass gleichzeitig sichtbar wird, dass Wandel an allen Ecken notwendig ist und dass es deshalb auch vielfältige Möglichkeiten gibt, sich für eine sozial-ökologische Transformation einzusetzen und die eigenen Fähigkeiten einzubringen. Und damit ende ich dann auch hier drei Fragen, die wir auch im Buch stellen und die eine Art Orientierung bieten können für Orte, Strategien, die dazu beitragen, Kämpfe voranzutreiben und die soziale ökologische Transformation nicht nur in der Praxis, in der Theorie durchzudenken, sondern Praxis werden zu lassen. Deshalb lasst uns nicht uns überfordern lassen von dieser Riesentransformation, die notwendig ist, und dieser Ohnmacht, die wir vielleicht auch in vielen Ecken unseres Lebens spüren, weil die Kräfteverhältnisse so ungleich verteilt erscheinen, sondern lasst uns lieber zusammen diese Fragen stellen und handlungsfähig werden. So viel zur Transformation.